Unsere letzte Runde ist überschrieben mit Zukunftsperspektive. Wie könnte die Astrologie mehr zur Heilung beitragen? So als weitere Tourismen, weitere Anstöße, wo sind Hindernisse? Welche Impulse müssten gesetzt werden? Von wem? Und auch, gibt es Brücken? Brauchen wir Brücken zu anderen Methoden? Zu anderen komplementären Medizin, zur allopathischen Medizin? Also mal so ein bisschen, also ein Blick. Vielleicht können wir mal einen ja, so eine Meditation machen. Wie können wir uns die Astrologie und den Beitrag der Astrologie zur Heilung vorstellen? Für die Fantasie, wo ich vielleicht freien Lauf lasse. Vielleicht ist das ja, dass wir uns damit beschäftigen, eine homöopathische Dosis für die Welt. Ja. Wahrscheinlich wird die Astrologie von ihrem Innersten her doch nur eine Art der Geheimwissenschaft sein. Oder ja, dass sie ganz von ihrem Wesen her die Öffentlichkeit tritt, das glaube ich, wird ziemlich kommen. Es wird was sein, was in bestimmten Kreisen lebt. Und wir sind wohl eine Gruppe, die irgendwie dazu beiträgt, dass das halt vertreten ist auf dieser Erde. Dieses Wissen und die kosmischen Zusammenhänge. Mich würde interessieren, ob das in Österreich auch so ist, wie geht man in Österreich mit der Astrologie um? Ist das anders als in Deutschland oder auch in der Schweiz? Ich glaube jetzt nicht, aber da habe ich schon nicht so große Erfahrung, das ist jetzt ganz okay. Okay, weil ihr das machen werdet. Ich gehe jetzt zurück auf die Wirtschaftskammer, ne? Da ist es ziemlich gut angesiedelt. Ja, ja. Wo? In der Wirtschaftskammer, was sich Österreichen bietet. Da waren ja noch mehrere Veranstaltungen dazu. Mhm. Und da hat man eine eigene Sektion eingerichtet für Astrologie. Ja, man kann ein Spotter und so weiter. Mhm. Ja, das ist eine ganze Gruppe. Und als das losging, diese Diskussion, da war ich viel in Österreich und so eingeladen, mit der Statistik und so weiter. Auch so ORF hat sich interessiert, ich war dann im Philosophikum eingeladen. Mhm. Also die Österreicher haben eine Menge gemacht. Ja. Aber was auch der Fall war, im Vorwirtschaftsministerium wurde ganz schön protestiert von Astronomen, ja, von der astronomischen Seite in Österreich, die also wirklich auch dagegen argumentiert haben und schreiben müssen, was da das sein könnte, also stark politisiert. Und in der Schweiz, wie ist es da? Ich habe so immer den Eindruck, in jedem Dorf in der Schweiz sitzt ein Huber-Astronom. Ich denke so nicht. Das ist auch sehr durchmischt in der Schweiz. In Ostschweiz weiß ich nur, Münchner Rückenlehre sehr verbreitet. Also, sie organisieren sich nicht, sind nie in einem normalen Astrologenverein anzutreffen, aber auf privaten Kontakten ist dann immer wieder drüber einer aufgetaucht. Kurve in Ostschweiz und kommt relativ rasch nach München auch. Und darum auch die Einflüsse sind auch recht sehr gemischt. Offizielle staatliche Zulassung gibt es nichts. Ja. Aber in der Schweiz, wir haben eine lange Tradition von sogenannten freien Berufen. Und ein Astrologe kann in diesem Rahmen tätig sein, auch wirtschaftlich tätig sein, er darf einfach nicht heilen. Er darf nur gesunde beraten. Ich meine, wir sind ja sowieso sehr eingeschränkt, was unser Blickfeld angeht. Ich weiß, der Raphael Kühlbrand, den einige von euch kennen, der in Spanien zu Hause auch, der erzählte in den letzten Jahren von großen Kongressen 3000 Astrologen. 3000, so wie haben wir in Deutschland, glaube ich, nur. Also, das ist völlig. Die gehen da ganz anders mit um. Auch ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie es in den USA ist. In Spanien. In Spanien. Ja, also das ist jetzt wieder 4, 5 Jahre her, da war er im Vorstand und da ist er dorthin gefahren und sagte, wie? Wow.
was eine Organisation. Naja, sagt er nicht so wie bei uns. Das geht schon lockerer zu. Ne? Die schlafen auch teilweise am Strand. Ich sage, okay, bei Kissing haben wir keinen Strand. Wir schauen ja immer nur deutschsprachiger Raum. Ja, und was die Franzosen machen, wir sind ja auch nicht. Also, ja, richtig. Wie die auch mit dem Thema Heilen umgehen. Ja. Oder ich weiß, die Holländer, die sind da ganz gut unterwegs, dass da auch sogenannte Heiler da über die Kasse abrechnen können. Bin jetzt nicht ganz sicher, wenn ich es Falsches sage, aber die sind schon offener. Aber das ist für mich schon immer die entscheidende Frage, inwieweit können wir als Astrologen dann auch in anderen Bereichen öffentlich auftreten und sie versuchen zu unterstützen. Also da ist in der Schweiz sicher nicht anders als in Deutschland, wenn jemand zum Beispiel Staatsangestellter ist und je höher es in der Hierarchie ist, dann ist es ein Tabu, sich zur Astrologie zu bekennen. Das geht nicht. Das war ja das, was Fugger gestern gesagt hat. Selbst dagegen zu sein, hat glaube ich Monique, ja. Selbst dagegen zu sein, würde seine Reputation schon genau. Das ist ja irre. Wow. Ja, astrologisch ist ansteckend, eine Infektionskrankheit, egal wie du dich damit befasst. Ich sage Astrologie, macht sich meistens. Und der hat schon mal Astrologie gehabt. Also deswegen ist meine Antwort auf die Grundfrage, wie kann es in Zukunft weitergehen, ist diese Grundbildungsfrage. Und wir sagen einfach, dass Astrologie eine Normalität wie Philosophie oder sowas wird und dass eben sozusagen die gröbsten Fehler, die man über die Astrologie denken kann, einfach im allgemeinen Wissen verankert sind, dass das nicht passieren kann. Das wäre ein Momentum, um sozusagen Astrologie als mithelfendes Werkzeug zur Heilung einfach handhabbar zu machen. Und eben, ich möchte nur sagen, dass sozusagen, also mein Punkt, um überhaupt bei der Astrologie gelandet zu sein, war ein persönliches Momentum von Heilsempfinden in dem Moment, als ich so dachte, ach, dann ist ja doch alles irgendwie richtig. Also ich kam sozusagen davor mit so einem Bild von, ich mache alles falsch. Also es ist eigentlich sozusagen, kann ich nur falsche Entscheidungen treffen etc. Und eben sozusagen, dass das insgesamt Bild zur Astrologie hat in mir sozusagen, es verändert so in dieses Heilsbewusstsein von irgendwie ist alles richtig. Ich mag es alles nicht hundertprozentig verstehen, aber so dieses Grundgefühl, ja, wenn das mit dem übereinstimmt, was ich empfunden habe, dann muss irgendwie alles richtig sein. Genau, das war für mich so ein Heilserlebnis. Also deswegen finde ich es eben auch anzustimmen, dass Astrologie einfach eben als handhabbares Tool sich für alle möglich. Also, ich will eine Chance sehen. Heute wird ja zu allen möglichen Big Data geforscht und versucht, aus irgendwelchen Unmengen von Daten irgendwelche Aussagen, Schlussfolgerungen zu ziehen. Auch im Gesundheitswesen kommt das auch immer stärker. Und da könnte es eine Chance sein, indem man vielleicht die Astrologie als Datenlieferanten zeigen könnte, der dann auch so analysiert würde, zwar in großen Mengen. In den Computerwissenschaften, ich kann das nicht, aber ich sehe dort Chancen, aber solche Sachen müssen auch finanziert werden. Ich denke, dort kommen dann schon rasch die Probleme. Die Schwierigkeit besteht dann und anonymisiert, das ist auch die Pharmaindustrie, die möchte an die anonymisierten Daten herankommen. Es gibt noch eine weitere große Schwierigkeit, weil wir es bei Astrologie eben immer mit Meinungen zu tun haben. Das heißt, sozusagen, der Computer kann ja sozusagen diese Ausrechnung und Abfragungsgeschichte gut machen, aber die Fragestellung ist ja immer aus einer bestimmten Deutungsperspektive hier. Das, was eine physische Welt beinhaltet, das heißt, man kann den Raum so begrenzen, dass es ein eindeutiges Ergebnis gibt, was es dann abzufragen gibt. Das, glaube ich, gibt es insgesamt bei Astrologie nicht, weil sozusagen die Dinge, die abgefragt werden, vom Grund her sind Meinungen. Wir könnten es aber trotzdem strukturieren.
Weil in der Naturwissenschaft wird ja nichts anderes gemacht. Da kann ich jede zweite Studie ausweichen. Da steht aber trotzdem eine manifeste Studie da. Fünf Faktoren werden vergessen. Es werden jetzt auch untersucht, ob die restlichen Zähne auch einen Einfluss haben auf die Fragestellung. Und dürfen wir das nicht machen. Nein, nicht dürfen Sie, Herr Bauer. Ich mache einen Anschluss. Ja. Also deswegen war ein bisschen meine Frage nach dem konkreten Krankheitsbild, was man dann konkret statistisch auswerten könnte. Ne? Genau. Aber eben bei Astrologie ist ja eben immer dieses Ding, das konkrete Krankheitsbild, ob das jetzt diesem oder jenem Faktor zuzuordnen ist, ist ja eine Meinungsfrage. Also so wie wir uns eben gestern zum Beispiel am Tisch eben sehr unterschiedlich waren, eben ist Geschmack jetzt eher etwas vom Mund oder eher etwas von der Venus. Ne? Sozusagen, darüber können wir unterschiedliche Meinungen haben und deswegen ist sozusagen, wenn es jetzt eine Geschmacksfrage gibt und sozusagen ich würde es dann eben nach der Venus gucken lassen, das Computerprogramm, aber ich würde es eben nach dem Mund gucken lassen. Also eine Korrelation kann ja trotzdem erstellen, wenn man sagt, okay, alle Männer zwischen 50 und 60 mit einem Magen-Darm-Karzinom, schauen wir an, was haben die gemeinsam in ihrer Anlage. Mhm. Und dann bei der Kontrolle, so einfach muss man den astrologischen Faktor, wie häufig das vorkommt, auch mit einrechnen und dann eins noch. Warum dürfen das Studien in der Psychologie machen und in der Medizin? Da ist der Wirkzusammenhang geklärt, schulwissenschaftlich, oder? Ne? Aber der Wirkzusammenhang von einer Aussage, die in Astrologie getroffen wird, ist nicht geklärt. Das heißt, die physikalische Basis, das ist gar nicht klar. Und das ist auch ganz schwer, da nachzuweisen, dass es eben einen Einfluss gibt, der auf die bedeutungsgebende Instanz im Menschen Einfluss hat. Also wie ich Dinge sehe und beurteile. Dieser Wirkzusammenhang von Konstellation dazu ist nicht gegeben. Oder nicht zu sehen, nicht nachzuvollziehen. Bisher könnte ja Gravitationsgeschichten sein und so weiter. Aber der Weidner hat ja deswegen gesagt, das ist Astrologie als Fiktion. Okay? Aber eine Fiktion kann man auf den Wahrheitsinhalt über Daten nicht erhärten. Als Anmerkung zu Big Data, bei Big Data würde man keine Deutung vorgeben, sondern sagen, das ist meine Geburtszeit, da kommt folgendes Horoskop heraus und hier sind Begriffe zu dieser Person, introvertiert, als wie auch immer, oder als was weiß ich, halt Anlagen. Das ist ein selbstlernender Algorithmus, der dann quasi Fertigkeiten ausspuckt und der würde dann quasi sagen, dafür ist verantwortlich. Das heißt, bei Big Data gibt man den Lernprozess das nicht vor. Es geht aber nicht. Das ist ja vielfach versucht worden und es gescheitert. Mhm. Ja, nur, ich würde mir noch ein anderes loses Ende mit reinnehmen. Das, was Sie hier beschreiben, ist ja sozusagen nach innen. Ne? Was können wir nach innen tun, um die Astrologie salonfähiger zu machen? Was wir dabei vergessen, ist, dass wir, obwohl wir alle ja immer davon reden, dass wir Elftreußler sind, zumindest höre ich das immer, uranisch und Uranier und so weiter, wir vergessen, dass wir trotzdem keine Gemeinschaft sind. Und diese Gemeinschaften gerade in den letzten Jahren können was bewirken. Ne? Also die Verbände nehmen immer mehr ab. Ich mache jetzt Werbung für einen Verband, ist mir egal welcher. Nur wenn ich sehe, in den letzten 3 Jahren gab es ja, falls ihr es mitbekommen habt, berufspolitisch in Deutschland die Ambitionen, den Heilpraktiker in Frage zu stellen. Also die in der Szene sind, haben es mitbekommen. Und es endlich haben es die Heilpraktikerverbände geschafft, sich zusammenzutun und haben dann auch mit dem VfP mit 10.000 oder 11.000 Mitgliedern, die haben natürlich schon mal eine Waagschale. Wenn wir als Astrologen mit 600 Mitgliedern der DAV sagen, wir möchten es gerne mal Schulfach Astrologie haben oder sowas, dann sagen die, wer seid ihr? So, also wenn alle die Astrologischen in Deutschland oder auch in Arbeiten, die alle, ob es bei Questico sind, wie auch immer, allein die Zahl, wir hätten 2000 Mitglieder, ja, das würde schon ein anderes Gewicht haben. Aber aus irgendwelchen Gründen kriegen wir diesen Gemeinschaftsgedanken, diesen Verbandsgedanken nicht an. Jeder kennt für sich. Ja. Also, und noch ein zweiter Gedanke ist, was ich mal sehr bedauere, ist, ich habe den Eindruck, aber vielleicht liege ich falsch, es wird viel weniger geforscht als noch vor 20 Jahren. Aber vielleicht, also das, was Ulrike macht oder das, was du machst oder so, ich weiß nicht, wer das heute noch macht. Liege ich da falsch? Und sonst liegt es eurer. Träumer.
Forschung ist teuer und kommt es aber keine Erfolge dadurch. Ja. Aber hast du den Eindruck denn auch? Ja, es wird weniger seriös geforscht. Die Grundbedingungen von Forschung ist auch methodisch nicht ganz einfach. Mhm. Und man braucht, bevor man eine Forschung macht, einen Diskurs, einen wissenschaftlichen Diskurs, der also bereits bevor man in ein bestimmtes Forschungsprojekt eintritt, sagt, ja, okay, methodisch, das ist okay, das tragen wir mit. Wenn man das einfach frei so macht, steht man nicht im Diskurs mit anderen Wissensbereichen. Deswegen ist es schwierig. Aber was die Institutionalisierung betrifft, das war mit ein Grund, dass ich mich so stark mit der Anthroposophie beschäftigt habe. Und die anthroposophische Medizin hat sehr, sehr wohl ganz viele astronomische Elemente auch. Das muss man sehen. Und da hat die Astrologie durchaus einen Platz. Immerhin sollten so große Organisationen wie Veneta, Vana, Demeter, Landwirtschaft und so weiter, die sind anthroposophisch impensiert. Und diese Gesellschaft ist schon nicht ganz klein. Die haben natürlich auch ein Gewicht gehabt, als es jetzt gegen die Homöopathie geht. Und versuchen ja, dass über das Heilmittelgesetz eben auch diese anthroposophischen Medikamente und homöopathische Medikamente zu retten, dass die nicht noch ein Verbot unterliegen. Das Gefahr besteht ja dann auch. Und ich habe nicht ungefähr draufgeschrieben auf meinem Schild anthroposophische Psychotherapie. Und weil ich da eine Weiterbildung gemacht habe in der Filderklinik 3 Jahre lang. Und das ist eben so ein bisschen Feld, wo ich denke, der mit dem Wort was anfangen kann, weiß auch, dass ich aufgeschlossen bin für die Astrologie. Mhm. Aber ich kann mich da verschanzen in der deutschen Gesellschaft für anthroposophische Psychotherapie. Was mir so als Gedanken kommt, ist, die Astrologie ist sicher nicht für alle interessant. Mhm. Die hat irgendwas mit Bewusstseinsentwicklung zu tun. Es gibt irgendwann eine Stufe, wo die Astrologie fast automatisch zu den Leuten kommt, aber vielleicht nicht vorher. Man kann es nicht erzwingen, jetzt jemand, der ganz andere Interessen noch hat und gar kein Suchender ist, für den ist erstmal Astrologie nichts. Ich meine, wie es auch Leute gibt, die den Saturn zum Beispiel ausreizen bis zum Geld mehr, sie wollen die Größten werden, sie wollen den absoluten Erfolg haben, wie Bill Gates oder jetzt da unten im Raum der Chef zu sein. Die sind in der Bewusstseinsentwicklung, glaube ich, nicht sehr weit, sondern sie haben eine ganz andere Aufgabe sich gesucht, Erfahrungen zu machen in dieser Welt. Und irgendwann ist mal eine Schwelle erreicht, wo dann eine andere Sichtweise interessant wird, aufbricht. Insofern können wir sicher nicht alle in einem Ofen vorlocken für die Astrologie und müssen vielleicht mit einer gewissen Begrenzung zufrieden sein. Ja. Zu dem, was Wilfried gesagt hat, fällt den Spruch an: Suche nicht nach dem Meister, wenn du bereit bist, für den Meister kommt er zu dir. Genau. Ja. Die Sache ist Zukunftsastrologie. Ich kann also auch tun, was ich tun kann, also Volkshochschule anbieten und vielleicht mal wirklich in die Schule gehen, ob die Interesse auch mal eine Arbeitsgemeinschaft. Genau. Also für mich schließt das eine und das andere ja nicht aus. Mhm. Ne? Sozusagen, dass wir als einzelne Personen da Pionierarbeit oder immer wieder in die Öffentlichkeit, wie auch immer, weil wir darüber sprechen. Aber andersrum könnte es eben auch helfen, wenn es irgendwo institutionell eher verbandsmäßig organisiert ist und man sagt, okay, da gibt es eben jemand, so wie der Clemens eben dann versucht, Clemens Ludwig, im Namen des DAV auch mal gegen diese Gesellschaft für, wie heißen die Kritiker? Gesellschaft, das hat es geschafft, dass eine Gegendarstellung auch irgendwo veröffentlicht wurde. Mein Gott, sind wir schon glücklich drüber, ne? Weil die ja jedes Jahr immer irgendwie so eine Abhandlung machen. Ja, das sind auch die Gebretterbohren. Mhm. Und wenn wir uns mehr da zusammentun würden, oder mehr sagen, okay, warum bin ich in einem Verband? Naja, weil ich die Astrologie unterstützen will, mit einer Stimme zu sprechen. Ja. Wobei die Wirkung von Verbänden, da hat schon viel eine andere Chatana-Sache, die sind ja eine Vorteil.
Also sehr unwichtig ist, um, damit man sieht, dass sie nicht nur Individualisten, sondern die sind organisiert, da gibt es Diskussionen, es ist einsehbar, es sind Fachleute und auch die Ausbildung, mit Ausbildungsabschlüsse, auch wenn sie jetzt nur von Verbänden sind, ja, noch nicht staatliche, aber man kann sehen, aha, da ist etwas dahinter, es gibt ein Schulprogramm, man muss eine Prüfung bestehen, die haben ein bestimmtes Niveau, das sind keine Laien, das sind Fachpersonen. Richtig, ja, hat ein Qualitätsmerkmal, dann. Mhm. Ja. Mhm. Weitere Gedanken noch? Ja, ja, also ich stimme dem auch zu, was du sagst in der Organisation, aber meine persönliche Meinung ist, dass nicht der Zeitpunkt ist, das ins System zu gehen und das System zu ändern. Ich halte viel mehr davon, dass viele individuell ihren Weg finden und darüber das Bewusstsein verändern, bis es sich im kollektiven Bewusstsein irgendwann niederschlägt. Also ich glaube, das ist viel wichtiger, dass wir uns selbst bewusst werden, was kann ich bewirken oder wie seriös trete ich auf. Das ist das eine. Und das andere zum Thema Heilen ist für mich wichtig, was ist überhaupt Heilen? Wer kann überhaupt heilen? Dann würde ich den Anspruch auch gerne runterholen. Ich glaube, wir können höchstens Heilimpulse setzen. Und ein gutes Coaching kann das auch, eine gute Beratung kann das auch, ohne Ausbildung, ne, mit Einfühlungsvermögen und Lebenserfahrung und Weisheit. Aber so meine Erfahrung bei den ganzen Jahren ist, die einzige Heilkraft, die ich wahrnehme, ist von Herz zu Herz. Das heißt, wenn ich in einer Begegnung mein Herz öffne und es fließt, mein Mitgefühl, nicht Mitleid, sondern Mitgefühl fließt von mir zum Herzen meines Gegenübers, da findet Heilung statt. Das ist für mich der einzige Weg, wo wirklich in dem Moment Heilung stattfindet. Also da öffnet sich der andere auch für seinen Weg der Heilung. Und ich kann sonst Globuli verordnen und alles. Wenn der Mensch das nicht will, passiert es nicht. Und deswegen, das ist für mich Neptun. Die größte Heilkraft ist Mitgefühl des Herzens. Und alles andere würde ich runterschauen. Das sind Impulse, die wir geben können. Also ich kann es nur unterscheiden. Das ist ja das, was ich versuche, darüber zu bringen. Ja. Nämlich, dass der Erfolg, was immer Erfolg ist, Heilung oder Erkenntnis, ja, ist auch davon abhängig, ob ein anderer zu uns kommt, wir den Raum eröffnen. Ja. Es ist, geht nur auf dieser Ebene. Ansonsten kann ich viel erzählen. Ne? Jeder, der Kinder hat, ne? So kann das ja. Man erzählt und man sieht förmlich, wie dieser Redner Mama. Ja, kann viel reden. So. Ja, ganz bei dir. Aber man kann ja das eine tun, ohne es andere zu lassen. Ja. Ja? Also auch da eine Außendarstellung zu zeigen. Und wenn wir an beiden Enden anfangen, wäre es natürlich toll. Das war jetzt im Prinzip zwei Schritte. Ne? Mhm. Ja, das ist eine kann beantworten. Ja, wenn ich höre, wenn die Leute eine Ausbildung machen über Astrologie. Also einerseits sollen ja die Erkenntnisprozesse immer schneller gehen. Man möchte an einem Wochenende dreimal die Rückführung gemacht haben oder Rückführung dann ein Wochenende und dann habe ich drei Leben durch und dann habe ich Erkenntnisse. Kennt ihr das? Also alles muss recht schnell und kompakt sein. So. Und Astrologie ist es ja nicht, was du gerade sagst. Es ist ja viel, viel umfangreicher. Und in der heutigen Zeit, wenn man noch Beruf hat und Familie und dann noch so eine dreijährige Ausbildung zu machen, es wird nicht leichter. Für das, dass ich nicht mehr weiß, ob ich jemals damit Geld verdienen kann. Gut, aber was wir heute auch schon mal angesprochen haben, dass wir sehen, dass viele junge Menschen dem Thema aufgeschossen sind. Da sollte man sicherlich auch mal den Gedanken machen, wie man das Potenzial, ja, sieht, dass es kein Strohfeuer ist, sondern eventuell richtig ausweitet. Ne? Ja, auf allen Portalen, bei Tinder oder so, ja, ist immer so bestimmte Merkmale, Sternzeichen. Ja, ja. Ihr kennt zwar ihre Blutgruppe nicht, aber Sternzeichen. Und auch Aszendent. Ja, und es ist sicherlich aus Sicht eines Astrologen manchmal bedauerliches Halbwissen oder noch nicht mal Halbwissen, sondern nur Zehntelwissen, aber es ist ein Interesse da. Mhm. Das ist ganz langsam ins Bewusstsein. Ja. Mhm. Was mich interessieren würde, wäre, wir hatten doch diese Hochzeiten, Detlefs, also die 70er, 80er Jahre in der Astrologie, Blütezeit und ging es bergab. Und vielleicht gibt sich das auch wieder. Welche Zeitqualität, sprich welche Konstellationen,
die kollektiv wirken, stecken dahinter. Für mich kann das so tendenziell ja nur entweder was uranisch-jupiterhaftes sein oder was Neptun-jupiterhaftes. Aber gibt es da jemanden, der das untersucht hat? Es gibt ja mehr Bücher von einigen Autoren, die tatsächlich unter anderem astrologisch die einzelnen Veränderungen langfristig untersuchen können. In dem Interesse für Astrologie. In dem Interesse für Astrologie ist das schon immer mit inbegriffen, glaube ich schon. Aber kürzlich noch auch, wer war denn das? Habe ich gesehen auf der DAV-Seite. Hat es doch auch nochmal jemand gemacht. Genau, der hat es gemacht. Es gibt noch ganz andere Bücher. Wir hatten auch in der Bibliothek immer ein gutes Werk, ich weiß gar nicht, was, von wem das war. Ja, diese Untersuchung gibt es schon. Und es gibt eine Vermutung, mit Pluto im Wassermann würde eine gewisse Versteigerung vielleicht ausbrechen. Nee, gut, das war recht. Ich glaube auch, um dieses Interesse aufzufangen. Also man sagt ja immer, wenn es den Leuten schlecht geht, dann haben Wahrsager Hochkonjunktur. Mhm. Ja? So, und wir baden, wir Astrologen. Wir haben ein super Instrument und wir überlassen dann dem Internet und den jungen Leuten und YouTube, was auch immer, das gesamte Feld. Ja? Und ich denke, na wunderbar, Elfenbeiner Turm nennt man das, glaube ich. Ja? So, als ich mal ein Werbefachmann mit dem gesprochen habe und gesagt habe, sie machen Astrologie, dann würde ich erstmal auf die Haupteinkaufsstraße gehen und überall kleine Glaskugeln verteilen. Ich gucke ihn an. Ja, eigentlich gar nicht so blöd. Warum denn nicht die Menschen darauf aufmerksam zu machen? Ne? Warum nicht einem Vorurteil bedienen, um anschließend zu sagen, hallo, es gibt etwas Seriöses. Sind so Sachen. Der kam dann auch. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe es nicht gewagt, Glaskugeln zu verteilen. Aber gut, wo sind die kreativ? Wassermann, wo ist deine kreative Lösung? Ja. Im Moment haben wir ja eine Astrologin im Internet, die Glaskugeln verteilt. Echt? Von wem sprichst du denn? Aus der Schweiz, oder? Ja, also ich spreche nicht Deutsch. Ja, ich glaube, wir von der gleichen Silke. Ja. Ja, die macht das hervorragend. Sie polarisiert zwar, aber sie macht das hervorragend. Also, gut, man kann von ihr denken, was sie will, aber das Geschäftskonzept ist wirklich grandios. Also da muss ich... Ja, und da wagt man jemand sich so weit nach vorne, ja, da kann, wie gesagt, kann man denken, was man will, aber... Die bedienen einen Markt, der draußen wohl ankommt. Und wir sind eben, wir sind ja die Seriösen. So, Ja, genau. Ja, Marketing-Spezialisten, dass man kreativ in der Richtung denkt, was fehlt unserer Gesellschaft. Unserer Gesellschaft fehlt ja sehr viel. Und dass wir diese Attribute mit der Astrologie verbinden. Da gehört jetzt sicher auch Spiritualität, die ja heute immer wieder aufgepoppt ist, Spiritualität hinein. Weil wir haben die religionistische Ordnung in unserer Gesellschaft. Kann man glaube ich so pauschal so. Zumindest die Kirchen sind ja auch das meiste. Genau, ja. Und jetzt hat man ja den Ethikunterricht eingeführt, wie was jetzt nur für Österreich, weil Religion und so weiter und so fort. Was noch in dieser Leistungsgesellschaft fehlt, einfach der Zugang zum Yin, einfach zum wirklich weiblichen Attributen. Ja, dass man das auch ein bisschen forciert. Und das sieht man ja in jedem Horoskop, die Spiritualität ist mehr oder weniger angelegt. Und dass man auch darauf mehr Gewicht legt. Jedem Horoskop ist eine Venus, ne? Hast du auch eine? Gut. Die Männer haben ja die Venus für sich okkupiert in der Kunst. Die war ja auch männlich dominiert. Ob Malerei. Die war aber auch durch die Musen dann. Durch die Musen. Ja, das war ja die Musen, die waren nur inspirierend. Ja, ich würde natürlich bei der Weiblichkeit gar nicht auf die Venus kommen, weil das Urweibliche in uns ist das Wasserelement. Da haben wir drei Zeichen, die dafür zuständig sind. Die gilt es zu entwickeln. Und
Das letztendlich Wasser steht für die große Welt des Gefühls. Und vor Gefühlen haben wir Angst, Angst auf der einen Seite, und wir werden auch gar nicht dahin gebracht. Die ganze Schule negiert ja vollkommen die Gefühlswelt. Und wir Männer haben es auch schwer, weil Indianer kennen keinen Schmerz. Schmerz wäre ja mal ein Gefühl, was man auch registrieren könnte. Ja. Soziale Medien, ne? Müssen wir halt dann ganz intensiv ausbauen von der Erfahrung aus. TikTok, Instagram, ich weiß ja nicht ob. Also TikTok haben wir nicht gerade, aber Instagram unterwegs, Facebook. Ja. Bei TikTok ist das Tolle daran, dass wenn ein bestimmtes Thema in dem Kurzbeitrag ist, dann muss der sehr kurz sein, weil die können ja immer anhalten, das müssen die ersten paar Sekunden sein, muss sehr schnell gehen. Und TikTok schlägt anderen Leuten das vor. Mhm. Ja, das ist nämlich bei Instagram anders. Aha, okay. Ja. Und das ist das Tolle, warum über TikTok im Grunde eine Menge Follower zu erreichen sind. Ja. Okay, gib's mal weiter an Social Media. LinkedIn macht das übrigens auch, aber ich glaube, bei LinkedIn ist der DFA auch, oder? Also ich weiß das nur von anderen, die auf LinkedIn werben, dass automatisch das Klientel, das das bekommen soll, das wird dem vorgeschlagen. Ungefragt. Das funktioniert so. Ist das nicht mal gut? Also LinkedIn soll wohl auch dafür eine tolle Plattform sein. Okay. Muss ich schauen, wer geht auf LinkedIn? Sag ich bitte mal Franziska. Ja? Ja? Weiß ich mal doppelt. Du, Franziska, deine Idee. Ja. Ah, gut. Da waren ja schon einige. Ja, wobei, das ist ja mehr beruflich. Genau, du bist ja mehr beruflich organisiert und da geht es ja um Stellen auch. Und ja, aber auch um Inhalte, die Firmen anbieten. Genau, die Firmen anbieten. Genau, und das wird genau den Firmen vorgeschlagen, die das brauchen können. Mhm. Genau. Also könnte man doch mit der Astrologie, könnte man doch eigentlich genauso umgehen, oder? Ja, genau. Das ist ja eine Idee. Das ist der Verdienst unklarer. Wie meinst du das? Der Verdienst unklarer. Es funktioniert, solche Plattformen müssen ja auch sozusagen gesichert sein. Und da habe ich manchmal das Gefühl, da gibt es Dinge, die den Vorrang plötzlich in Frage stellen. Ich hätte jetzt an Verdienst überhaupt nicht gedacht. Nee, aber wie gelingt denen? Ja, die Zukunft in dem Sinne wäre ja, Leute für Astrologie zu begeistern, dass die beginnen zu lernen und dann auch dieses Wissen wieder weiterzutragen. Das wäre das für die Zukunft, dass das Wissen nicht verloren wird. Dass es Menschen gibt, die dann quasi sich mit Astrologie beschäftigen, austauschen, das Wissen wieder in die Welt zurücktragen. Dann vielleicht ein Hinweis der IFAB, also Duba. Der IFAB hat einen Imagefilm gemacht, den kann man sich auf der Homepage von IFAB anschauen. Wie funktioniert Astrologie? Gut, das ist jetzt in diesem Fall die Pur-Methode, aber es ist wirklich gut gemacht. Ich muss sagen, die haben sich da wirklich tolle Gedanken gemacht. Meines Erachtens mit diesem Imagefilm, der dauert glaube ich 3 Minuten, ja, haben sie genau den Zeitgeist, wie sie da mit Figürchen arbeiten, so, also richtig gut gemacht. Schaut euch das mal an und leitet es weiter. Ne? Geht das in die Welt. Es ist doch ganz egal, ob es ein Huber ist oder ob es selbst für die Jüngere wäre. Ist mir eigentlich völlig egal. Ne? Mir ist es egal, wenn eben Astrologie irgendwo sichtbar wird. Ja. Und dann noch mit so einem kleinen, tollen Imagefilm. Ja. Also, wir haben zwar auch einen Imagefilm vom DHV, aber der ist dann eben sehr seriös. Ich bin ja TikTok. Ja, genau. Das stimmt. Ich glaube auch. Gut, du hast mal heute da ein Ja. Müssen da beim TikTok die Leute mal so rumspringen, dann springt einer vom Bild, ein bisschen Stier, ein bisschen Zwillingen. Ja, es noch weitere Ideen. Gut. Boah, haben wir tolle Themen. Ja. Es gibt Zeitung zu treffen. Wirtschaft, Personalberatung. Sexualität, Geschlechtsidentität. So. Ja, also auf, das kann, bietet dir genug Möglichkeit, was Neues zu organisieren, ne? Wir werden weiter schauen. Ja. Punkt, der mir gerade noch einfällt, ist, wo sind eventuell mal die Unterschiede zwischen Stilrichtungen?
Rollstuhltranspersonal, das wie Uber und was es noch alles gibt, Bürgerbeine. Also ich kenne ein Buch, das hab ich, damit habe ich angefangen, das ist Frau Hühnemann. Die hat mal so abrissweise, aber das sind die Sachen, Schulen, die nicht mehr so existent, aber die hat das gemacht. Die hat die Einzelnen dargestellt. Und die Ebertin hat die geschrieben und so weiter. Ist das die Mühlimann, ne? Das ist Mühlimann. Oh, das ist lange, ja. Die hat, aber es wäre mal toll, wenn das war mal, wobei ich das Gefühl habe, also die Schulen sind mehr Richtungen inzwischen geworden. Also zum Beispiel der Böhmerreiner, dadurch, dass er seine Schule nicht gepflegt hat und eigentlich verhindert hat, dass Nachfolger ist die Schule jetzt, ja, es gibt noch viele, die Böhmerreiner machen und begeistert sind, aber es ist nicht mehr in so einer Richtung, feste Richtung. Auch bei Huber weiß ich auch nicht, wie das jetzt nach dem Tod, ob da nicht auch so ein bisschen eine Diffusion. Es ist schwierig, die Methode aufrechtzuerhalten. Ja. Und das hat sich auch bei der Wannemann in den 50er Jahren auch gezeigt. Also mit dem Tod solcher bedeutenden Leute, auch Roscher kann man auch sagen, da sind nur noch wenige da, die dann immer das weiter, dieser Impuls, die Kraft, die von diesen Koryphäen, da haben wir ausgegangen, ist dies, wie verschwindet dann am Anfang? Ne? Aber wäre das nicht ein Ansatz für eine Studie, die verschiedenen Lichtungen zu vergleichen? Ja, das war ja noch gerade im Verschlappen. Ach, okay. Ja, aber ich werde hier Musik da beispielen. Ja, genau. Okay, dann sagen wir, dann nennen wir das einen Tag. Ja. Ich denke immer wegen diesen Themen, oder bis heute in Diskussionen bin ich schon wieder drauf gekommen, eigentlich wäre es schön, jedes Jahr ein Symposium machen zu können. Weil ich denke, dieser Rahmen ist für alle sehr bereichernd. VDA kommt ja ab Jahr für Bildung Deutschland, Österreich, Schweiz. Und wenn man dann auch mehr wechselt, man könnte einmal in Graz, nächstes Jahr in Deutschland, dann wieder in Schweiz. Es könnte vielleicht auch häufiger so wechseln, dass es vielleicht auch mehr regional wird. Klar, wir müssen die Finanzierung natürlich sichern, das geht in den letzten Strukturen nicht. Ja. Gut, dann wäre alle drei Jahre mal in Deutschland, das würde ja dann noch reichen, von Unterbinden. Ja, es muss nicht fix jedes Jahr in einem anderen Land sein, aber man schauen, ob mehr möglich ist, weil je näher die so das Symposium auch schlussendlich fördert man die Astrologie damit. Mhm. Weil das ist dann auch auf YouTube verfügbar, auch die Diskussionen, diese Vorträge. Sehr öffentlich. Achso, genau, das ist vielleicht nochmal, es steht ja geschrieben, es wird öffentlich, aber sozusagen gibt es eine Transkription, die dann wieder vorgelesen wird, oder willst du die Aufnahmen die direkt auf YouTube stellen? Es ist so, also von den letzten beiden Symposien sind die Vorträge auch schon auf YouTube verfügbar. Der VDA hat einen eigenen YouTube-Kanal und dann ist es auch gut, wenn dann die Mitgliedsverbände auf einen Link drauf machen. Und das wird sicher auch im DBV dann in Newsletter bekommen, wenn diese. Also ich muss es zuerst aufbereiten, wenn das verfügbar ist und aufschauen, dass man das mehr streuen kann und vielleicht mal auch links an Kollegen weitergeben, dass es mehr Aufrufe gibt und dass wir das so auch weiter fördern. Auch, ja. Und mit YouTube, es gibt ja eine automatische Transkription. Bei Englisch funktioniert das gut, bei Deutsch noch zu 50% und bei astrologischer Fachsprache 25%. Das ist halt so, aber es wird langfristig immer besser. Ja. Und wann können die Vorträge angehört werden auf YouTube? Wann? Hast du Anfang dieses Jahres? Oder wie lange brauchst du, um das alles aufzubereiten? Halbes Jahr? Kein Stress. Nein, ich brauche meine Herbstferien dafür. Okay, also Anfang dieses Jahres. Das denke ich, bis Ende nächstes Jahr so. Das kann ich sagen. Ja. Okay. Ja. Gut. Gut, willst du noch eine Zusammenfassung machen? Ich habe es sehr gehört, diese Tagungen. Ja. Weil es sind so viele Leute hier, viele gute Gedanken auch. Ja.
Und da habe ich habe ja auch jetzt schon viel persönliches Feedback bekommen, die auch gesagt haben, ja, das gibt kein einmaliges Konzept, da gibt es auch eine Diskussion und nicht nur immer der Unterschied, ja, hier die Vortragenden, die Referenten und hier das Publikum, diese Durchmischung. Und das ist auch darum der Grund, wieso ich jetzt suche, könnte man das nicht jährlich machen, damit auch mehr Leute von dem profitieren können. Und das wirklich, wenn man selber dabei ist, sich wirklich enorm viel gelernt. So, ja. Und vielleicht fast mehr, als wenn ich an ein strukturiert organisiertes Wochenende gegangen wäre mit einem klaren Plan, jetzt wäre mir das, das und das. Es ist sehr interdisziplinär, oder? Das ist einfach nur mein persönlicher Eindruck. Sehr gute Mischung mit Vortragen, aber der Diskussionsrunde, wo quasi dann, sag ich mal, die Experten unter sich mal austauschen müssen. Finde ich ein guter Gegensatz zum Kongress an sich. Ja. Naja, mit 200 Leuten in dieser Kreisrunde zu groß. Ja, also nicht nur Experten, sondern auch Laien sich einbringen können. Wirklich bei uns. Ja. In Erden sprechen. Genau, die Gastronomie interessiert. Ja. Das ist sowieso in Zukunft die Frage, was wird sich durchsetzen, mehr online oder mehr Präsenzveranstaltungen? Also, ich weiß, der SAB wird komplett umsteigen auf online, sollte der nichts Präsenzmäßiges machen. Das heißt, der DHV wird vielleicht noch als letzte Institution überhaupt die Möglichkeiten haben, eine Präsenzgeschichte anzubieten oder und auch der VDA. Das, es gibt ja sonst kaum noch Präsenzveranstaltungen, wo so etwas geboten wird. Im Internet vielleicht, klar, finde ich toll. Also der SAB macht ja Vorträge, ich weiß aber nicht, wie würdest du mit 200 Leuten dann diskutieren? Geht nicht. Nein, das geht nicht. Also das, ja. Und eben diese Form geht wirklich auch nur in Präsenz. Und da möchte ich auch nie Hybrid machen und all das, das war auch Präsenz. Ja, ja. Da hast du recht, ja. Ja. Aber vielleicht gibt es vielleicht Rückmeldungen von euch? Gibt es von euch mal von den anderen Rückmeldungen? Feedback oder den so. Wie habt ihr die? Die das erste Mal hier sind. Ich bin das erste Mal da. Ja. Was ich ganz toll finde, ist die Unterschiedlichkeit der astrologischen Richtungen. Das finde ich ganz toll, dass sich das vereinbaren lässt. Ja? Weil jeder kommt zum Ergebnis und mit seiner Methode, die er für sich also gelernt hat und richtig findet, das finde ich ganz toll, dass wir da so offen sind. Das sollte auch so bleiben. Was ich auch sehr schön finde, sind diese Diskussionsrunden. Und auch, dass die Teilnehmerzahl, ich weiß nicht, ob sie von vornherein begrenzt ist, aber die ist einfach toll. Weil man einfach wirklich mit jedem mal ins Gespräch kommen kann und nicht das Gefühl hat, oh, ich kann ja nie was sagen, weil immer wird gesprochen. Das ist wirklich super. Ich habe auch total viel, also ich nehme wirklich viel mit. Ich kann das sehr gut, ja. Mir geht es genauso. Ich kann es nicht geil wollen. Okay. Also ich bin auch zum ersten Mal hier und ich muss ehrlich zugeben, ich bin hier einmal, weil ich Astrologin bin und weil ich in Bonn wohne. Das Thema jetzt war nicht unbedingt mein Thema, aber ich dachte, gehst mal hin, du hast ja kurze Wege. Und bin erstaunt, was ich doch mitgenommen habe. Also so gar nicht dieses Gesundheitliche und das Heilen, sondern überhaupt die Gespräche über die Bedeutung der Astrologie und die verschiedenen Sichtweisen, so wie du sagst. Und also ich würde jederzeit wieder, auch jährlich, zu so einem Symposium kommen. Ich habe viel gelernt. Und euch natürlich alle. Ja, ich bin auch das erste Mal hier. Ich habe an den Diskussionsrunden nicht so viel teilgenommen, weil ich halt sogenannte Hobby-Astrologin bin. Ich habe aber für mich auch eine Menge rausgezogen und das Zuhören war für mich auch sehr interessant. Und diese Runde eben einfach Referenten und Astrologen und Hobbyastrologen, wie ich mich jetzt bezeichne, also alles zusammen fand ich schon auch eine gute Essenz für mich. Das kann ich so zurückmelden. Ja. Ja, ich bin auch das erste Mal hier und ich muss ehrlich sagen, vor allem auch mit den Leuten mal so in Kontakt zu kommen. Ja. Mal zu sitzen und mal, und hier ist natürlich, habe ich auch seit Anfang schon, bevor gesprochen wird, aber es ist für mich schon ein bisschen schwierig gewesen, weil das musste ich erstmal alles wieder setzen. Ne? Mhm. Ja. Schön, ne? Sprich für das Konzept. Ja. Also ich eigentlich höre von allen, wir wollen mehr davon. Ja? Ja, ich höre von allen, wir wollen mehr. Ja, genau. Ja, also,